Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für Souveränität und Gelassenheit. Deinen innersten Kern, deine Souveränität und Gelassenheit, die in dir drin sind und nur darauf warten, endlich ausgepackt zu werden und für dich durch dein Leben zu navigieren. In der letzten Podcast-Folge ging es ja darum, warum die Gefühle so wichtig sind und sie zu leben und dass die oft so verpackt sind, so durch unzählige Glaubenssätze, Muster, stell dich nicht so an, ein Indianer kennt keinen Schmerz, was wollen denn die anderen denken? Wir gelernt haben, sie zu unterdrücken und zu ignorieren und uns praktisch damit selber an die hintere Stelle zu setzen und die Umgebung an die erste Stelle zu setzen, darauf Rücksicht zu nehmen, statt unsere Gefühle zu leben und unseren Gefühlen entlang zu leben und denen Platz zu geben. Und in dieser Podcast-Folge soll es jetzt darum gehen, wie du dunkle Gefühle leichter navigieren kannst, wie du damit wirklich umgehen kannst, weil wir leben in anspruchsvollen Zeiten, sehr anspruchsvollen Zeiten. Wir sind im historischen Prozess, wo die gesamte Menschheit von einem Energiefeld der sogenannten dritten Dimension in die fünfte Dimension wechselt und die Achterbahnfahrt dazwischen ist diese vierte Dimension. Immer wieder werde ich gefragt, was ist denn mit dieser vierten Dimension? Wo ist die? Was bedeutet die? Und die ist wirklich die Übergangszeit. Ganz klar definiert sind die dritte Dimension und die fünfte. Und die vierte, die ist wie die Brücke zwischen der dritten und der fünften Dimension. Und in der sind wir jetzt gerade drin, in diesem Tal der Tränen, wo wir unfassbar negative Dinge erfahren, unfassbar dunkle Seiten der Menschheit, was alles auf diesem Planeten möglich war, möglich ist, geschehen ist. Es ist einfach wie ein Tunnel, in dem die Menschheit gerade drin ist. Ich mag das Wort Tunnel da nicht ganz so gern, um ehrlich zu sein. Ich finde es schöner, einfach zu verstehen, es ist eine Brücke und die schwankt. Und die schwankt manchmal, dass mir schlecht wird und manchmal bietet sie mir relativ sicheren Tritt. Und manchmal bin ich mehr am Brückenpunkt A und manchmal mehr am Brückenpunkt B. Manchmal bin ich tief in der dritten Dimension, manchmal tief in der fünften, tief in meinem Frieden, inneren Ruhe. Also in der Podcast-Folge wollen wir uns gemeinsam anschauen, wie kannst du eigentlich dunkle Gefühle leichter navigieren? Und dunkle Gefühle meint wirklich all diese grobfrequenzigen Gefühle wie wenn Neid, Missgunst, Hass, Trauer, Schuld, Scham aufkommen. Oder das sind alles Gefühle, die zeigen, es ist irgendwas unverarbeitet. Es ist irgendwas, habe ich in mir drin gespeichert, in welcher Form auch immer, die sich dann in Form von Schuld, Scham, Hass, Neid, Missgunst wieder zeigen. Und in der fünften Dimension, in die wir reinschiften, global, 8 Milliarden Menschen, da gibt es diese Dinge nicht mehr, sondern es ist, wir leben bedingungslose Liebe, Frieden, gegenseitige Wertschätzung, Anerkennung und jeder lebt wirklich wie seine Wahrheit. Und das meint nicht aus der heutigen Perspektive mit Ellenbogen in den Rippen der anderen und dass ich anderen dabei auf die Füße steige. Das gibt es da nicht mehr, sondern es ist natürlich selbstverständlich, wie es heute auch schon ganz viel gelebt wird, dass es ein Miteinander ist und kein Ausbeuten, kein auf Kosten des anderen, auch nicht auf Kosten der Natur, sondern es ist wirklich Heaven on Earth, wo man gedeihlich, friedlich miteinander lebt. Und all diese dunkleren, heftigen Gefühle, die gilt es deshalb zu verarbeiten, anzuschauen,
Deshalb widme ich dem jetzt zwei Podcast-Folgen, weil das so unendlich wichtig ist. Und weil vielen das wirklich gar nicht bewusst ist, dass genau das die Arbeit ist, die wir gerade aufgefordert sind, eingeladen sind, jetzt zu erbringen. Jetzt ist die Zeit, wo wir durch Druck an unsere eigenen Glaubenssätze, Muster, Überzeugungen kommen und die anschauen müssen, um weiterkommen zu können, um überleben zu können, alten Schmodderkram über Bord zu werfen und in die Feinheit zu gehen, in die Leichtigkeit zu gehen, in die gegenseitige Anerkennung, Wertschätzung. Es wird gerade durch die Medien sehr, sehr viel Dunkles gerade auch protegiert, gefördert, angezündelt, oder dass wie Gruppierungen von der Menschheit gebildet werden. Das hat man schon immer versucht, die Menschheit auseinanderzubringen, in Schubladen zu packen, irgendwelche Dinge zu definieren, irgendwelche Eigenschaften, die dann den Nachbarn von mir unterscheiden, und deshalb schaue ich den ein bisschen schräg an, weil das ein bisschen komisch ist, oder? Also da gab es schon immer, die Religionen sind da erfunden worden, oder? Damit meine Religion die einzig wahre ist, und da wurde Krieg geführt. Bis heute wird Krieg geführt um Glauben, um religiöse Dinge. Oder die Hautfarbe wurde auf einmal betont, dass die einen so sind und die anderen so dann sein mit der Hautfarbe. Oder die Geschlechter werden gerade auch sehr, sehr definiert und sehr terminiert und mit Schubladen versehen, dass wenn du so bist, dann bist du in der Schublade. Und das ist alles nur trennend. Es ist auch egal, was du in deinen Körper reintust, was du da rein lässt oder gelassen hast. Es ist deine Entscheidung und es ist deine Souveränität und Gelassenheit. Es ist dein freier Wille, sich so zu entscheiden, wie wir uns jeweils komfortabel fühlen, oder? Und uns da nicht als Menschheitsfamilie auseinander dividieren zu lassen. Das ist diese fünfte Dimension, wo wir uns als eins verstehen. Und einfach respektieren, dass der andere für sich andere Entscheidungen trifft. Und das haben wir in vielen Bereichen auch schon so gelebt, beim Sport zum Beispiel. Vielleicht hat man sich mal über das ein oder andere lustig gemacht, aber im Sport ist es völlig akzeptiert, dass der eine gerne Ball spielt und der andere nicht. Und da ist es auch akzeptiert, dass der eine Ball mit den Händen spielen will und der andere mit den Füßen. Oder dass manche direkten Ballkontakt haben wollen und manche mit dem Schläger oder mit dem eben Hockeyschläger, Tennisschläger, Badmintonschläger, wie auch immer. Oder im Sport sehen wir das, da wird es schon so gelebt. Und genau das ist diese fünfte Dimension. In Frieden leben. Wer irgendeine Substanz in den Körper reintun will, soll das tun. Und wer das nicht möchte, lässt es einfach. Wer sich so ernähren will, dass der Körper andere Formen annimmt, ja, es ist ja dein Leben, deine Entscheidung. Und jemand anders entscheidet sich nur noch, rohes Obst zu essen, ja, dein Körper, deine Entscheidung. In diesen tiefen Frieden gehen wir, in diesen tiefen Respekt, Anerkennung, Wertschätzung vor dem Lebensweg des Einzelnen und des Anderen, des. Auch ich kann ja meine Entscheidungen wieder revidieren und sagen, okay, jetzt habe ich lange wirklich einfach nur Obst gegessen, aber ich würde schon gerne auch Schokolade, Cordon Bleu, Spaghetti wieder essen, und dann entscheide ich mich einfach neu, weil mir danach ist, oder? Und genau diese dunklen Gefühle, die da manchmal kommen, diese Wut, Hass, Zorn, Fingerpointing, darum soll es heute gehen, das anzuschauen. Und das Bild, was mir da beim Entwerfen von dem Podcast sofort in den Sinn gekommen ist, ist wirklich wie Regen. Einfach durch den Regen gehen und feststellen, oh, jetzt werde ich gerade nass. Und das einfach festzustellen, wertungsfrei, zu sagen, oh, da habe ich jetzt wutentbrannt reagiert. Oder da habe ich wirklich böse reagiert. Da habe ich
Schuld oder Scham empfunden. Wie Regentropfen. Einfach, okay, ich bin da so und so gewesen. Und das hindert dich nicht dran, trotzdem ein toller Mensch zu sein. Es geht wirklich einfach in erster Linie darum, in diese berühmte, die ich immer wieder sage, weil das auch so ein wesentlicher Teil dieser fünften Dimension ist, die Beobachterposition. In die Beobachterposition zu gehen und sich selber zu beobachten, was fühle ich denn gerade? Oh, ich bin da böse auf eine andere Person, ich werte die andere Person oder ich nehme bei mir gerade Schuld, Scham. Oder das sind diese grobfrequenzigen Gefühle, ich sage denen mal dunkle Gefühle, weil wir eigentlich nicht in frequenzigen Gefühlen so reden, aber das sind sie eigentlich. Auf einer Skala, wenn man sie sichtbar macht, sind es so ganz grobe Frequenzbögen, Energiefrequenzbögen, im Gegensatz zu Liebe und Freiheit und so Selbstbestimmung, Frieden, das sind ganz, ganz feine Energiefrequenzen. Das heißt, der erste Schritt, wie du mit dunklen Gefühlen leichter navigieren kannst, wie du mit denen umgehen kannst, wenn du sie bei dir feststellst, oder? Es geht immer darum, wie ich sie bei mir feststelle. Wenn jeder seinen Garten bestellt, seine Gefühle navigiert, seine innere Arbeit macht, ist die Welt aufgeräumt. Oder? Darum geht's. Das heißt, da hilft dir die Beobachterposition. Was fühle ich denn jetzt gerade? Neid, Missgunst, Hass, Wut, Trauer, Schuld, Scham. Okay, das einfach mal nur festzuhalten und dann zu entscheiden, will ich diese Energie annehmen und zu meiner machen? Möchte ich so durch die Welt laufen? Und es ist okay, es gibt so Griesgramme, ja, die laufen so durch die Welt. Das ist einfach deren Entscheidung. Und es gibt zutiefst friedliche Leute, die bringt nichts aus der Ruhe. Das ist einfach eine Entscheidung. Das heißt, aus der Beobachterposition raus, dann in diese Idee vom freien Willen zu gehen. Ich kann entscheiden, möchte ich so durch die Welt gehen? Möchte ich dieses Gefühl beibehalten? Dann ist all good in the wood, oder? Dann ist alles gut. Wenn aber die Entscheidung ist, nein, also mit so hängenden Schultern, Schuld, Scham oder Neid, Missgunst oder irgendwas Böses, Wütiges, so will ich sicherlich nicht durchs Leben gehen, dann einfach bewusst zu entscheiden, das ist die Frequenz, okay, die spüre ich gerade. Und jetzt, was tut mir jetzt gut, dass ich diese Frequenz einfach durch den Körper durchfließen lassen kann? Dass ich das mal, ich will nicht sagen, richtig ausleben oder nicht jetzt mit Geschrei und Gebrüll durch die Welt laufen, sondern diese Frequenz bewusst annehmen, dieses Gefühl bewusst annehmen. Ja, da ist gerade Scham, ich schäme mich gerade, wofür eigentlich? Und da jetzt in die Tiefe zu gehen. Was war der Auslöser? Wofür schäme ich mich? Warum? Wo kommt es her? Kenne ich das Gefühl vielleicht schon länger? Kenne ich das Gefühl vielleicht von irgendwem aus der Familie? Habe ich es übernommen? Wie geht's mir dabei? Worum geht's? Also da richtig so ein Deep Dive zu machen, reinzutauchen und wie so ein bisschen analytisch einfach die Intuition sich sprudeln zu lassen und sich sagen zu lassen, was ist das? Wo kommt das her? Was? Und in den allermeisten Fällen, das kenne ich von mir selber und von meinen Kunden, kommt wie ad hoc eine Situation aus dem Kindergarten, aus der Schule, aus der Kindheit. Von irgendwo, da war das. Da habe ich damals irgendwie das fünfte Eis nicht gekriegt und habe gedacht, ich bin wertlos. Oder da habe ich in der Schule vom Lehrer vor versammelter Mannschaft dieses und jenes an den Kopf geworfen gekriegt und da bin ich klein geworden. Da habe ich mich so geschämt. Das ist dieses Gefühl, das da wieder kommt. Und jetzt hast du die Ursache. Jetzt kannst du entscheiden,
Will ich dieses Gefühl beibehalten? Will ich das in mir speichern? Dient mir das? Ist es das, die Temperatur, mit der ich durch die Welt laufen möchte, mit der ich mein Leben gestalten möchte? Und dann sicher nicht, oder? Dunkle Gefühle wollen wir sicherlich nicht haben. Und jetzt vielleicht bewusst auf einen Spaziergang gehen damit oder sich bewusst auf eine Tasse Tee oder Kaffee hinsetzen und es einfach mal wahrnehmen und spüren, das hat mir lange gedient, ich habe das irgendwie gespeichert und jetzt spüre ich, wie das richtig in mir hochkommt. Ich spüre richtig diese Frequenzen, die Wellen, wie das durch den Körper geht und wie es vielleicht kaum auszuhalten ist oder wie es vielleicht dich durchschüttelt vor Weinen, weil dieses Gefühl von Scham oder von, da war ich richtig böse oder da kommt nochmal richtig die Wut hoch oder eine Trauer hoch. Und das jetzt zu leben, rauszulassen. Wir haben es auch da im Sprachgebrauch, oder? Jetzt wirklich dieses Gefühl zu leben, rauszulassen, zu spüren. Und zu spüren, wie es weniger wird, wie es abebbt, wie es wirklich wie eine Welle durch den Körper geht und auf einmal weniger wird, auf einmal gut ist, auf einmal wird es ruhig im Körper. Und auf einmal ist es erledigt. Auf einmal ist es bearbeitet, verarbeitet, durchgestanden. Und das innere Strahlen kommt wieder, die innere Ruhe kommt wieder. So, meistens breitet sich neben der Erschöpfung häufig wie so ein tiefer Frieden aus. Und da mag ich dich einladen, wirklich ein riesengroßes Glas Wasser oder Saft oder irgendwas zu nehmen, damit der Körper es wirklich verarbeiten kann. Weil wir sind zu, 80-90% Wasser. Wasser ist der Energieträger, dass der Körper es wirklich ausschwemmen kann, dass es über die Nieren, die Leber wirklich aus dem Körper im wahrsten Sinne des Wortes rausgehen kann. Und du dann dich schütteln kannst, wie das Eingangsbeispiel mit Regen, abschütteln kannst, dass die Regentropfen weggehen, die Tränen trocknen und wie befreit vielleicht schwimmen gehen oder vielleicht einen befreiten Spaziergang machen, vielleicht eine heiße Dusche nehmen, in die Badewanne gehen und wie regenerieren. Dem Körper die Gelegenheit zu geben, zu regenerieren. Der hat jetzt gerade ganze Arbeit geleistet. Oder dieses Durchschütteln darf sein. Und gerade in der aktuellen Situation erlebe ich das ganz häufig, dass es wirklich auch eine tiefe, tiefe Trauer ist um vielleicht noch nicht gelebtes Leben, verpasste Chancen, eine Trauer zu realisieren. Es gibt kein Zurück. Die alten Zeiten kommen nie, nie wieder. Wir sind in einem Vorwärtsprozess. Auch da schüttelt es manchen einfach durch, weil das so schwer zu verarbeiten ist. Es gibt kein Zurück, es geht nur vorwärts. Das alte Leben kommt nicht wieder, kann gar nicht. Persönlichkeitsentwicklung, Weiterentwicklung geht immer one way, geht immer nach vorne, geht immer weiter. Das heißt, da hilft dir als Einstieg immer die Beobachterposition. Will ich oder dieses Wahrnehmen, wie geht es mir gerade wirklich, was kommt da, warum, das Rekapitulieren lassen, was ist das, wo kommt das her, ist es meins und es wirklich bewusst durchleben, bewusst spüren. Und ja, im Coaching kürzen wir das oft mal ab, oder weil ich ja dann durch den Prozess durchleite und es natürlich so gestalte, dass es möglichst easy peasy geht, dass der Prozess in der Tiefe natürlich wirkt, in der Tiefe bereinigt ist, aber nicht so, dass es einen so durchschüttelt. Das bisschen der Unterschied zwischen Coaching dann natürlich und der Anleitung via den Podcast, aber es ist immer in jedem Veränderungsprozess, in jedem Entwicklungsprozess auch dieses Tal der Tränen, durch das wir durchgehen müssen. Weil das ist das Bereinigende. Das ist das, wo wir
die Emotionen leben. Emotionen sind Motion, ist Bewegung, oder? Und E ist raus, also Rausbewegung, raus aus dem Körper. Unsere Körper sind nicht dafür geschaffen, diese dunklen Gefühle zu speichern, sondern die dürfen gelebt werden, gespürt werden, durch den Körper geflossen werden. Gibt es das? Weiß ich nicht. Du weißt, was ich meine. Und dann wieder zurück in den Urzustand von Souveränität und Gelassenheit, von tiefer Liebe. Weil Gefühle ist nichts anderes, als Erfahrungen zu machen. Eine Erfahrung gemacht zu haben oder irgendwas wahrgenommen zu haben und halt einfach in sich gespeichert zu haben. Und es bricht sich dann irgendwann Bahn und will raus, will gelebt werden, will bereinigt werden. Also das ist das, wie du dunkle Gefühle leichter navigieren kannst, wirklich leben kannst, durch den Körper durchfließen lassen kannst, mit Achtsamkeit dir gegenüber wahrnehmen, dich an erste Stelle zu setzen, dir Zeit für dich zu nehmen und akzeptieren. Da ist was, das will jetzt gerade sich zeigen und das will ich jetzt gerade ausleben, rauslassen und dann wieder frisch in die Welt reinspazieren. Das sind die Schritte, die du gehen kannst, die dunklen Gefühle wirklich akzeptieren, annehmen, zu leben und damit zu navigieren, dass sie einfach raus können, dass diese groben Frequenzen rauskommen aus dem Körper, raus, raus, raus. Darum geht es in dieser Zeit. Das ist unendlich wichtig in diesem Transformationsprozess, in dem wir gerade sind. Setz dich und dein Leben an erste Stelle. Fühl, wie es dir wirklich geht. Leb das und leb dein Leben. Sei dir wichtig. Steh zu deinen Gefühlen, lass sie durch den Körper fließen. Geh durch das Tal der Tränen, um dann umso befreiter wieder aufzutauchen, zu sagen, hey Life, I'm back. Hier bin ich wieder. Und jetzt kann ich viel mehr in den Frieden gehen, weil ich ein Muster, Glaubenssatz, Überzeugung einfach weggeschwemmt habe. So kann sich deine Souveränität und Gelassenheit entfalten. So können wir durch diesen wirklich anspruchsvollen historischen Prozess durchnavigieren, durchgehen. Egal, was aufkommt bei uns, jeder Mensch wird mit jeder Maßnahme an einem anderen Punkt getroffen. Es darf durch dich durchfließen, es darf verarbeitet werden. Dein Leben, deine Regeln, das ist der Prozess, dass wir Menschen durch den Druck in unsere Souveränität und Gelassenheit gehen, dass wir erwachen, erwachsen werden, in unsere Power kommen, in das, was uns Menschen wirklich ausmacht, dass wir Energiewesen sind, oder? Wir sind reine Frequenz. Pure Frequenz. Deshalb sind wir so gerne in der Natur, weil uns diese Frequenz gut tut. Und alles Künstliche, was sonst so geschaffen ist, das ist anstrengend für uns. Und diese Anstrengung, die darf auch mal wieder raus. Die dunklen Gefühle, diese dichten Frequenzen, die dürfen raus. Jetzt danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören. Lass mich gerne wissen, wie es dir damit geht. Wenn du Unterstützung möchtest, melde dich gerne unter nadialang.com, ich glaube unter /Termin. Jedenfalls, du findest sofort auf der Seite die Möglichkeit, dir einen Coaching-Termin zu buchen. Du kannst da auch den Newsletter abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und ich wünsche dir tiefen Frieden, glitzernde Lebensfreude und pure Liebe für deine Woche, für deinen Tag. Die sind alle längst da. Das ist längst da. Wir müssen uns nur trauen und entscheiden, die groben alten Strukturen zu erkennen, zu benennen und abzuschütteln, sich bewusst für Frieden zu entscheiden. Das ist das Coole. Und da rumpelt es im Außen, es kommt mit lauten Schmerzen. Ja, weil wir in einem historischen, riesengroßen Prozess alle Strukturen zum Erschüttern bringen. Seinen
Mustern, Glaubenssätzen und wirklich ins Strahlen in sich selber geht. Trau dich, du bist großartig, du bist ein Meisterstück, wir warten auf dein Scheinen. Let's go! Herzliche Grüße, deine Nadja.